Tanzen wie ein Profi, das wollen viele. Doch wie geht das? Shorty weiß es. Schließlich ist er Gewinner der Castingshow Popstars. Bei einem Workshop in Villingen hat er jetzt 200 Jugendlichen aus der Region Tanzen beigebracht. 4 Stunden lang machte er seinen Schützlingen klar, Tanzen macht nicht nur Spaß, sondern kann auch ganz schön schweißtreibend sein. Musik zu fühlen ist sehr schwer, bis man erstmal richtig reinkommt, um alles zu verstehen, weil Tanzen ist einfach nicht nur Tanzen, sondern das ist Leidenschaft. Gemeinsam mit Coach Jenny Klötzer wurde nach dem Aufwärmen eine Hip-Hop- und Pop-Choreografie einstudiert. Die komplizierten Bewegungen und sekundengenauen Tanzschritte saßen nicht bei allen auf Anhieb, aber Armin Nesirevic, wie Shorty mit bürgerlichem Namen heißt, gibt Entwarnung. Ein bisschen Talent spielt schon Rolle. Entweder hat es im Blut oder man hat es nicht. Aber ich würde sagen, je härter man trainiert, desto besser kann man werden. Der 19-jährige Zivildienstleistende aus der Nähe von Düsseldorf wurde mit der Pro7-Castingshow Popstars deutschlandweit bekannt. Also gute Ernährung und jeden Tag mindestens 3 Stunden lang trainieren. Egal, je mehr Choreografien man lernt, desto besser ist es halt für denjenigen. Man muss auch irgendwann mal seinen eigenen Style entdecken und es ist halt sehr schwer in dieser Branche. Der Sport- und Gesundheitspark Gallimard will in nächster Zeit weitere Tanzprofis nach Villingen holen. Welche das sein werden, darüber wird noch eisern geschwiegen.